Boah. Alter, jetzt weiß ich aber, wie George Lucas sich nach drei Teilen gefühlt hat. Jetzt bin ich aber gleich voll. So. Dritte Teil. Peace and Justice, bei dir ist dieser Midnight Figure Feature. Star Wars Folge 370. Ich habe bei der 69 gar keinen doofen Spruch gemacht, auch blöd, aber es ist eh ein Dreiteiler. Ne? Bei der Trilogie DSD versus euch. Beim Star Wars Trivia Pursuit hier. Ja, ein bisschen Bier und ein bisschen Fragen stellen. Wer die anderen beiden Teile nicht kennt, Pech gehabt, müsst da reingucken. Nein, Quatsch. Könnt ihr ja gucken, ansonsten, ich lese euch einfach hier Fragen vor, versucht die selber zu beantworten. Ich wollte das erst in Spielform wirklich darstellen, aber ich habe schon Reviews über diese Trivia Pursuit Star Wars Geschichten gemacht und auch andere Spiele, könnt ihr euch in der Playlist durchgucken. Und ich wollte jetzt einfach nur just for fun, also ich bin hier schon seit Tagen zugange. Nein, ich habe diese drei Teile jetzt am Stück gemacht, so. Also auf drei Flaschen Bier verteilt sozusagen, pro Flasche Bier ein Teil. Hier sind halt immer sechs Fragen drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Fragen ich dann immer stelle in dem Video. Aber es gibt noch genug davon. Wir haben hier stapelweise. Wenn euch das gefällt, kann man da gerne das zwischendurch immer mal machen. Und ansonsten. Oh. Ja, das ist die Luft. Nein. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr mal so bei mir Playlist durchguckt oder die alten Reviews von vor 4 Jahren oder so. Da habe ich das ja noch ein bisschen anders gefilmt, nicht hier vor der Kulisse und so. Das ist ja jetzt auch keine Kulisse oder so. Das ist einfach nur die Wand, wo ich sonst auch abhocke halt und so weiter. Wer bei mir zu Hause war, der weiß, es überrascht ein bisschen, aber es ist so. Und da könnt ihr ja mal gucken, die alten Videos hier von Star Wars 01 bis, keine Ahnung, 99, 150 oder so. Ob ich da vielleicht nochmal was neu machen soll, möchte, kann. Es dürfte sein, oder... Weil die sind natürlich auch immer ein bisschen komisch. Die habe ich wirklich nachts dann gemacht als Midnight Figure Feature. Jetzt labere ich natürlich auch wieder anders mit Koda Schnauze. Das ist halt auch so ein Ding, gefällt auch nicht jedem. Genau wie mit dem Biersaufen, ist aber auch nicht in jedem Video. Voraus, also schon mal im Vorhinein vorweggenommen. Damit ihr halt nicht denkt, was wird alle hier nur am Saufen, am Rumkoddern, am Kacke labern, ne? Und mit Koda Schnauze. Nein, das ist auch mal entspannter. Oder ich mache halt so Con-Videos und so weiter. Alle anderen kennen das schon, vorgespult, keine Ahnung, ich trinke eben Schluck und dann gehen wir in die Materie, ne? In medias res, oder wie heißt das? Ich habe mal Latein gehabt früher auf dem Keksbunker in Dortmund. Na denn, Prost! Kronen schmeckt's! Nach dem Latein und so war ich auf der Röntgen-Realschule daneben. Übrigens die Schule, wo auch Helmut Rellergert früher war wohl. Wer das ist... Könnt ihr im Internet gucken. Nein, Jason Dark halt. Das ist halt das Geile. Habe ich auch schon mal erzählt. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt darauf komme. Mit meinem vom Kunstunterricht haben wir Ton gemacht. Habe ich so ein Holzbrett gehabt. Der war damals seinerzeit 1984, ja, so 85, 86 oder so. Na, da bin ich ja gerade von der Grundschule, also 84 von der Grundschule weg. War dann auf dem Bunker, da auf dem Keksbunker, auf dem Gummi. Und da war der im Dortmunder Hauptbahnhof. Habe ich auch schon mal erzählt in so einer John Singler Special. Was hat das mit Star Wars zu tun? Nix. Weitermachen, weiter. Wir fangen jetzt mit den Fragen an. Also hier Fragen stellen und battlen. Die Fragen habe ich euch ja gerade beantwortet, die keiner gestellt hat. Egal, komm, let's go hier. Es ist so herrlich, dass ich jetzt wieder einen Schnitt gemacht habe, obwohl die Kamera noch läuft. Aber man wusste es nicht. So, wir haben hier auch die Familie vereint. Ne? Wie gesagt, Spielregeln und so könnt ihr euch in anderen Videos angucken. Wir machen jetzt das Spiel wieder so. Ich habe hier die Fragen, hier drunter sind die Antworten. Die bedecke ich aber erstmal mit dem guten halben Kronengedeckel, den ich auch noch von vor irgendwann mal von Anno Tobak. Und ich blende euch dann hier unten immer die Antworten ein. Also wenn ihr jetzt euren Bildschirm umdreht, könnt ihr ja jetzt die Antwort schon sehen, wenn er zoomt. Aber ich kann es noch nicht sehen. Und dann wollen wir mal gucken. Weil ich habe gemerkt, Alter, was für ein Experte. Also die Filme, was habe ich letztens gesagt, 300 Mal, ach, keine Ahnung. Ich gucke die ja 10 Mal im Jahr halt so. Also zumindest die klassische Trilogie, also... Fast jeden Monat wirklich halt so, oder auch mal 2 Mal im Monat. Hörspiele noch dazu, ne? Aber ja, irgendwie ist man trotzdem doof. Also irgendwie ist man verdummt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. Ich hab mich noch fast verschluckt. So, wessen letzte Worte waren: Sonst ziehe ich ihm das Fell über die Ohren. Von den letzten Worten? Hier, Mausdeut, gib mir Input. Alter, bin ich bescheuert, sonst ziehe ich ihm das Fell über die Ohren, Alter. Okay, ich habe keinen Plan. Weiß das einer von euch? Also, vor allen Dingen letzte Worte. Die letzten Worte. Der muss ja danach verreckt sein. Also, was soll das? Sonst ziehe ich ihm das Fell über die Ohren. Ich kenne den verfickten... Natürlich kennt man den Satz. Ich habe keinen Bock, jetzt hier drei Minuten zu überlegen. Könnt ihr mir sagen, was ist es? Oh, Lars, ey. Scheiße. Tatooine, Lukes Onkel und... ja, die dritte oder vierte Saison und dann bla bla bla, oder? Ja, toll. Toller Experte der DSD. Aber egal. Was soll's, Alter, ey. Ich möchte mal wissen, wenn man das wirklich zockt, ob man dann so schnell halt, ne, ob ihr da auch halt so. Kein Plan. So. Wie viele Laserkanonen in Kinnhöhe befinden sich auf einem imperialen Scoutläufer? In Kinnhöhe. Das sind die hier, ne? Das sind die, die da unten sind. Ja, das ist ja eine Kanone mit zwei Geschützen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was diese Antwort sagt. Also, ne, wie viele Laserkanonen? Also, es sind zwei Laserkanonen. Zumindestens, ich zeige euch das mal. Abriss. Hier, Kinnhöhe. Das ist doch Kinnhöhe, oder? Das sind zwei. Auch wenn sie nicht ganz gerade schießen und so. Ach, jetzt habe ich ja alles kaputt gemacht. Meine schöne Deko. Mann, 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 ey. Ja, egal. Ja, ich sag zwei. Was sagt die Karte? Zwei Laserkanonen. Dankeschön. Das ist gut. Da gucke ich doch direkt, ob das aufgenommen worden ist. Weil das kann ich nicht wiederholen. Weil jetzt weiß ich ja die Antwort. 7 Minuten 30. Alter, krass. Doch schon wieder so viel. Und noch nicht mal die erste Karte durch. So. Welche Kraft verstand Leia nach eigener Aussage nicht? Welche Kraft? Ich stelle mich echt doof an. In den ersten beiden Teilen habe ich mich schon blöd angestellt. Ich sitze zwar hier in Trainingshose, ne? Ich muss mich mal ein bisschen entspannt hinsetzen. Welche Kraft? Die Kraft des Imperators? Ich habe keine Ahnung, Alter. Warte mal. Was ist hier? Dritte so? Da müsste man das jetzt so lesen können, oder? Ups, wieder alles umgeschmissen. Ja, ja, die Macht. Okay, ich habe... Ich weiß gar nicht, wo hat sie das denn gesagt, Alter? Mann, ey. Susanna Bonasewicz, weiß ich, im Deutschen, Alter. Da ist alles drin im Kopf, Alter. Überall leer. Mann, weiß ich nicht. So, wie viele Sprünge bewegte... Ach du Kacke, jetzt geht's los hier. Wie viele Sprünge bewegte sich Chewbaccas Spielfigur auf dem holographischen Brettspiel vorwärts, bevor es leider erobert wurde? Man könnte ja... Jetzt hau ich auf Kacke, weißt du, und dann wird's nichts. Man könnte ja Revue passieren lassen mit... Wie war das denn? Ich habe doch letztens noch Chewbacca gezeigt mit dem Dijavik-Spieler, ne? Mit... Also ich sag drei. Was ist das jetzt? Das ist die dritte Frage. Warte mal, da muss ja hier jetzt die Antwort stehen, oder? Wie die Macht. Ach so, ich, Entschuldigung, ich gehe mal eine Zeile noch runter, weil ich muss, ich weiß ja nicht, wie die hier. Was haben wir? Oh. Aber er hat doch gemacht, oder nicht? Blend nochmal ein, Alter. Kann doch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ja, schade. Ja, schade. Zwei, ne? Aber ich sagte ja gerade schon, ich trinke trotzdem ein. Kronen schmeckt. Mann, Mann, Mann. Also, das wird eine kurze Runde. Das macht keinen Spaß. So. Welches Duo rettete Lando vor dem Sarlacc? Ja, das liegt ja auf der Hand, oder? Das Wollknäuel, der laufende Teppich, hält Han Solo am Knöchel und der hat halt die Vibro-Axt-Lanze unten hin und her. Also, da sage ich ja ganz klar Chewie und Han. Ja. Hier, DSD und Profan, wie Chewie und Han. So. Ey, ist ein anderer Rap. was wäre laut Imperator beendet, wenn Luke ihn mit allem Hass niederstrecken würde?
mich nieder mit all deinem Zorn und Hass und bla bla bla. Ich glaube, die Kamera ist schon wieder aus. Ist mir egal, dann. Ich kann es auch nicht wiederholen, dann ist es so. Ja, was denn? Vaders Versuch? Ja, der Imperator selber, oder wie? Was wäre beendet, Alter? Die Laufbahn des Imperators hier, die Regierung, was auch immer. Ach so, ich muss ja gar nicht zuhalten. Das können wir ja so drehen, ne? Ja, und was ist es? Ach so, da unten. Scheiße, beendet. Sein langer Weg zur dunklen Seite der Macht, Alter. Kacke. Ach so, hier steht übrigens 274. Hier 120. Ach, hier sind aber kleine Zahlen. Dann weiß man auch, könnte ich mir auch mal aufschreiben, was man dann schon benutzt hat und so, ne? Im Endeffekt ist eh sehr interessant. Was ich mal wissen möchte, wie viel Bier habe ich getrunken? Nein. Wie viele Schlücke Bier ich so brauche, um eine Flasche leer zu kriegen? Und nein, wie viele Fragen ich eigentlich richtig beantworten konnte und wie viele nicht? Vor allen Dingen von wie vielen Fragen? Ne? 23 von 23, 5 von 23, das wäre gar nicht gut, aber trotzdem gut, weil ne, 2 plus 3, also 2, 3 sind 5 und Rumspinnerei, egal. Es artet aus. Ne? Ihr seht, im dritten Teil wird es schon lustiger. Nein, Quatsch. Blende ich einfach mal ein. Da muss ich natürlich auch ein bisschen rumrecherchieren. Auch ist doof. Ich will die ganze Zeit, dass das so hier steht, aber man sieht es eh nicht. Also kann ich es auch hier wieder so draufpacken. Ich trinke mal kurz noch einen. Na denn, Prost. So, das brauchen wir ja. Ist schon wieder so schnell aufgestanden, dann wird am schwindelig im Kopf. Nee, dann denke ich immer, die Kamera geht aus oder beim Schnitt und so, aber ist ja egal, wir sind ja auch nicht beim Fernseher, ich muss ja hier nicht was weiß ich wie schneiden. Das ist halt auch wieder für die neu dazugekommen sind. Das ist meine eigene Unterhaltung für mich, wenn ich mal alt und dement bin und wir das Glück haben, kein EMP hatten oder so und wir haben das, ich speichere das eh in zig Kategorien halt ab, also nee, auf mehreren, wie heißt das, Festplatten. Ursprünglich, teilweise nehme ich mir die Sachen sogar noch auf VHS auf, dass ich auch VHS habe, nur das bringt halt auch nichts beim Magnetband. Aber, ja, eigentlich ist das für mich nur eine Unterhaltung hier. Dieser Midnight Figure Feature ist halt mein Feature halt so, was ich mir dann angucke, wenn ich dann Konz sehe und das. Ich laber schon wieder zu viel rum. Aber ich glaube, die Nachbarn machen Musik an. So, jetzt machen wir erstmal hier wieder. Warte, so. Ach, Antworten kommen ja eh unten. Also, welchen Arm flickte Chewbacca bei C3PO als ersten wieder an? Boah, Alter, das ist aber auch, ey. Ja, so eine Frage kann ich mir auch ausdenken, Alter. Weißt du, welcher C war abgespreizt beim Duell mit Vader und... Alter, da fragst du mich was. Er hat den Kopf verkehrt rum draufgesetzt. Warte mal, der Kopf war richtig. Dann war das der Rücken. Weil ich glaube, so weit muss man gar nicht denken, ne? Weil dann wäre ja sein rechter Arm der linke. Weil er hat ja den rückseitigen gehabt. Ne, dann wäre es ja trotzdem. Dann rechts so. Ich sag jetzt einfach den linken. Auch wenn ich gerade rechts gesagt habe. Und, was haben wir? Ja, ist klar. Ich sag rechts, es ist links, Alter. Leck mich an den Arsch. Rechts oder links? Einen muss ich dir aufschlitzen. Ich trau der Kamera nicht, ey. Verdammt, das macht keinen Spaß so. Das ist so verhext, da läuft es durch. Auf einmal Akkus. Total voll. Sonst immer, ne? Total voll. Apropos voll. Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. Ich hoffe, dass ich im letzten Video dann nicht, wo ich Herrn Bender nochmal extra begrüßt habe, andere jetzt eifersüchtig sind, aber ich finde das schon cool, weil ich weiß, der Herr ist halt Spielzeug-Nerd und so. Und auch mal interessant, das würde ich ja gerne mal bei euch im Bärbel-Podcast hören, so. Ob einer von euch, ja, doch, könnte ich ja mal als Frage stellen, ne? Ob ihr überhaupt so Reviews, bla 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 guckt, ob der Herr Streter mehr Kostümsachen guckt, ob der Herr Bender vielleicht Figurensachen auch mal anguckt, halt so Sammlerzeug oder so, und der Herr Streberg, weiß ich, alte Bruce Lee-Filme guckt, Godzilla, da irgendwie guckt, so Experten halt, die es da gibt, auch deutschsprachige, gerade wegen deutschsprachig halt, so, keine Ahnung, egal. So, ey, hier, wir sind hier beim Battle, ne? So, mit wem versuchte Luke zunächst Kontakt aufzunehmen, als er an der Wetterantenne der Wolkenstadt baumelte? Also ich sag, er sagt zwar Leia, aber vorher hat er doch Ben gesagt, oder? Ben, warum hast du mir das nicht gesagt, oder? Ja, mit Obi-Wan Kenobi, hier könnt ihr das nochmal sehen. Ich hab's nicht ganz, weil ich will ja nicht die zweite, nächste Antwort halt schon zeigen. Gut. Jetzt trinke ich keinen Schluck, weil so schnell kann ich echt nicht, Alter. Wie viele Sturmtruppen warten
warteten im Innern von Darth Vaders Fahrstuhl auf der Laderampe von Endor. Ja, was geht's? Laderampe oder Fahrstuhl? Wenn es eine Laderampe ist, wie ist da ein Fahrstuhl dran? Warte mal. Wie viele Sturmtruppen warteten im Innern von Darth Vaders Fahrstuhl auf der Laderampe von Endor? Das ist also, als der AT-AT, das ist auch so eine Diskussion, gab es letztens auch wieder ein Video, halt, ne? Weil dann wieder so Spezialisten, und ich wette mit euch, das sind eh Jüngere, weil das waren immer imperiale Läufer. Es war nur auf der Spielzeugpackung drauf, AT-AT, beziehungsweise in den Büchern. Aber es wurde in dem Film nie gesagt AT-AT oder AT-AT, und bei den Scoutwalkern, Chickenwalkern war auch nie AT-ST halt und so. Ne? Das ist eine Geschichte, sprichst du aus wie du willst, Alter. Wir sind im Butt, da kannst du labern wie du willst. Kannst du machen, was du willst, Mann. Ohne Kack jetzt, Alter, was soll das? Ja, aber wie viele? Boah. Das ist, wo Luke die Handschellen anhat, ne? Und diese brauchst du jetzt nicht mehr, mein Sohn, oder so, ne? Dann hast du die Wahrheit also endlich akzeptiert. Oder irgendwie so, sagt er, ne? Irgendwie so, Alter, was ich für ein Idiot bin. Ich guck die Filme, da kannst du so mitreden. Da macht das bam, 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 bam. Da kannst du synchronisieren, weißt du, aber... Scheiße. Ich sag zwei. So, warte mal. Da müsste der jetzt hier stehen, oder? Was haben wir? Danke, danke. Ich darf ein Bier trinken. Ich trinke das Bier auf dem Weg zur Kamera. Ich hoffe, die ist an. Weil solche schönen Momente möchte ich auch festgehalten haben. Kronen schmeckt's. Alter, ich freue mich jetzt schon auf die Schneiderei. Und da werde ich die Fragen wahrscheinlich teilweise wieder kacke beantworten oder so. Ich weiß es nicht. So, pass auf. Wir haben noch zwei Fragen hier, ne? Und dann machen wir noch eine Karte, dann sind wir auch durch. Und dann, wenn es noch einer will, dann machen wir demnächst mal weiter. Vielleicht auch in einer lustigen Runde. Wäre auch nicht schlecht halt. Das können wir auch mal machen. Ich muss mal einen Dos fragen, ob der nicht so Star Trek Enterprise-Dinger hat. Weil da weiß ich ja auch nichts von. Im Allgemeinen als Science Fiction wäre das geil oder so. Als Videodings hat noch keiner so ein Spiel gemacht, so ein Trivial Pursuit für Videonerds außer 80er. Das wäre geil, Alter. Irgendwie sowas mal selber machen. Einfach Fragen stellen, ein paar lustige Karten wie alte Quartettkarten oder so, weißt du, mit einem schönen Foto noch drauf. Dann echt immer nur eine Frage halt oder so. Das wäre richtig geil. Egal. Zu den Quartetts von Star Wars komme ich demnächst nochmal. Also, das ganz alte habe ich ja nicht, Krieg der Sterne, aber gerade in den 2000ern und so habe ich halt einiges gekauft, da habe ich alle in so Mappen, in so Baseball-Karten-Sammelheften halt, wo die extra drin sind, die sehen gar nicht so saurig aus, bis auf die, die ich immer auf der Tremonia mit hatte, im Rumbergpark, beziehungsweise, ja, egal, so, in der Bäumke und so. So, was haben wir hier, welche Droiden sind für den Kontakt mit menschlichen Robotern programmiert? Welche Droiden sind für den Kontakt mit menschlichen Robotern programmiert? Ich hätte gerade gesagt, Roboter-Mensch-Kontakt, da C3PO hier, aber Astromex? Das wäre echt doof. Ich bin echt doof, ne? Ja, macht nichts. Ich sag euch, ich kann euch nur sagen, guckt euch Hard Attack an, dann wisst ihr, wie doof ich bin, Alter. Jetzt wollte ich schon erst drauf gucken. So, was haben wir? Die zwei. Protokolldruiden, ja, habe ich doch von geredet, oder? Von 3PO gerade. Ne, ach so, ich habe gerade Astromex gesagt, ne? Aber Protokolldruiden meinte ich ja, habe ich nicht mehr auf Kette. Ich brauche hier Erinnerungssaft. Das mache ich auch nie wieder. Drei Flaschen Bier trinken hier in einer Stunde oder so und gluck gluck und hin und her. Das mache ich ja noch niemals draußen auf der Tour. So. Wie viele Gefangene marschiert. Was? Was? Wie viele Gefangene marschierten Hände? Was ist das für eine Frage? Warte, das zeige ich euch gleich. Wie viele Gefangene marschierten Hände über den Kopf? Das ist auch was falsch gedruckt. Wie viele Gefangene marschierten Hände über den Kopf den Korridor von Prinzessin Leias Konsularschiff hinunter? Ey, lest das mal bitte. Hier. Wie viele gefangene Hände, was? Ich verstehe den Sinn gerade nicht. Ich habe jetzt auch nicht hinten drauf geguckt halt, um... Ich gucke, ob die Kamera läuft. Das muss man ja filmisch festhalten, also dokumentarisch festhalten. Wie viele gefangene marschierten... Was ist denn? Was ist denn das für ein Satz? Wie viele gefangene... Ach so, wie viele gefangene marschierten...
Ach so, Hände über Kopf, Hände über den Kopf, den Korridor. Ach du Kacke. Prinzessin Leas Konsularschiff. Ich muss das jetzt beantworten, bevor ich gucke, ob die Kamera läuft. Also, das kann ich ja nicht nochmal machen. Ich habe mir ein Haar zwischen. Ein Wookie-Schama zwischen den Zähnen. Wo kommt das denn her? Alter! Das gibt's doch nicht. Nein, doch. Das ist ekelig, ich weiß, aber guck mal bitte. Alter, ich kotz gleich. Habe ich auch schon gezeigt. Ich habe hier. Das ist auch kein Schamhaar, Alter. Nein. Panta Bodo. Also jetzt habe ich aber verstanden, wie viele Gefangene hier marschierten da in der Tente vor und so. Aua. Ja, wie viele denn? Sechs. Ich weiß nicht, das wäre immer so ein Durchschnitt, aber eine gerade Zahl, das kann auch eine ungerade Zahl sein. Sechs, sieben, ne? Schaut mal bitte. Ich habe keinen Plan. Sechs. Yeah! Yippie! Hinein in die Kiste. Ja, hinein in die Kiste. Ich hau mir auch gleich in die Kiste. Aber ich schneide das noch fertig. Nur für euch, damit das fresh am Start ist. Ich habe noch was für Dienstag. Vielleicht am Mittwoch. Was ist denn am Mittwoch für ein Datum? 21, 22, na, ich glaube am 23. seht ihr erst den dritten. Na denn, Prost. So, alles nicht aufgenommen, toll. So, und zum Abschluss nehmen wir natürlich noch eine Karte. Ne? Ja, aber das war's dann auch, ich glaube, das reicht dann wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, was ich im Durchschnitt da so komme, aber ich glaube, wenn wir so 20 Minuten, 15 Minuten haben, das wünsche ich mir eigentlich immer, aber ich glaube, es wird trotzdem, ja, warte mal, jetzt muss ich hier... Die benutzten Karten? Ja, die habe ich doch schon gehabt, die benutzte Karte. Jetzt habe ich hier schon Chaos gemacht. Das wird auch lustig. Falls ich das nochmal machen sollte, wenn ihr da Bock drauf habt, das muss man eben auf YouTube so sagen, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir in die Kommentare. Gebt mir ein Bam, Bam, Bam hier. Klick, Klick, Bam und setzt den Helm auf und dann mit dem Kopf ins Objektiv und hast du nicht gesehen. Sammelt die Kronenkorken und so weiter, weil hier, die Krone der Braut. Fürchterlich. Prosciutto. Ja, Prosciutto und so, ne? Prosciutto. Jetzt macht er auf einmal da. Ach, guck mal, was ich alles noch hochladen habe. Ne, das habe ich schon hochgeladen, oder? Entschuldigung. Ja, wir machen jetzt noch einen. Und dann sehen wir mal weiter. Ich weiß noch nicht, warum ich mir letztes hat. Ach doch, warte mal. Jetzt haben die Brillen die ja auch wieder auf, ne? Da könnte ich ja mich in den Massen von Menschen verstecken und mir die Brille mal wieder richten lassen, weil das ist ganz schön locker geworden hier. Weil ich mache mal ein Brillen-Review. Es wird immer schlimmer bei mir. Ich weiß, hey, Jungs, nee, Menschen, Frauen und Männer und überhaupt. So. Ach so, ich dachte, ich habe nur Leia gelesen und tanzte. So, jetzt habe ich schon so, ich so, yeah, kann ich was einblenden? Also nicht von mir, von der Princess. Wo ist sie denn? Die Dame, hier. Aber die finde ich richtig geil. Guck mal, das ist, ne? Als wenn sie... Jetzt hätte ich euch fast die Antworten gezeigt. So gucke ich auf Antworten. Alles scheiße. Nein, ich bin geblendet. So. Ich höre auf damit jetzt. So, wer tanzt so laut, darf Vader das Pfeife. Wer tanzt so laut, Prinzessin Leia nach, darf Vader das Pfeife. Tarkin, oder? Achso, wir müssen das ja so machen. Ich drehe es ja eh auf den Kopf, dann ist das Kronen schmeckt oder so, oder hier Dings auch, ne? Also ich sag Groß Moff Tarkin, also hier Tarkin, ne? Ja, Grand Moff Tarkin, super. Wie viele Deflektorkugeln befinden sich auf dem Turm eines Sternzerstörers? Die Deflektorschilde, ich glaube, das ist nicht so schwer, ne? Das ist, glaube ich, auf diesem Ambus-mäßigen Ding da, wo diese zwei Kugeln sind. Also sag ich mal zwei. Zwei Kugeln. Seht ihr was? Danke. So, Bier verdient, Bier gleich leer, die ist die voll. Prost. Alkohol, Schalala. Ich bin mal beim Schnitt gespannt. Wenn ich da alle drei Teile hintereinander mir dann fertig schneide, dann siehst du ja auch die Steigung, dann weiß ich mal selber, wenn man betrunken wird, ne? Das ist nicht schön, sag ich euch, aber... Das ist doch Humbug! Humbug! Was muss, das muss. So. Wer wurde geschickt, um Moff Geriot auf Trab zu bringen? Wer wurde geschickt, um Moff Geriot auf Trab zu bringen? Ja, normalerweise Vader, oder? Das ist Rückkehr der Jedi-Ritter. Oh, Lord Vader.
Was sagt er denn noch? Ich konnte das wohl, das war auf der scheiß Kassette, auf dem verdammten Hörspiel. Auf der Kassette, ich hab das. Lord Velja, welche Ehre, dass ihr uns... Wie heißt denn das noch? Welche Ehre, dass ihr uns besucht, hin und her. Dann so, vielleicht kann der Imperator das besser, denn er verzeiht nicht so leicht, wie ich es tue. Ich krieg die Sätze nicht mehr zusammen, es ist soweit. Ja, aber ich sag, Vader wurde geschickt, oder? So, eine Antwort, zwei, so ein Stückchen runterschieben, so. Und was haben wir? Danke. Ich dachte schon, wenn ich jetzt auf dem Arsch war. Habe ich jetzt eigentlich, bis jetzt habe ich alle, das ist die erste Karte, glaube ich, in den drei Teilen, die ich komplett durchkriegen werde. Es kommen ja noch drei Fragen. Ich gucke aber eben, ob die Karte noch läuft. Ob die Karte noch aufnimmt in der Kamera. Yippie! It's working, I can fix anything! So, wie viele Waffen säumten nach Angabe von Gold 5 den Graben des ersten Todessterns? Wie viele Waffen säumten nach Angabe von Gold 5 den Graben des ersten Todessterns? Gold 5? Boah, Gold 5 oder Red 5? Ich toll weiß jetzt noch niemals mehr, wer Luke ist. Ich hab ja, warte mal, ich hab doch hier noch den X-Wing. So halbwegs. Das ist aber Red 5, ne? Also Luke seiner ist Red 5. Der hat hier 1, 2, 3, 4, 5, ne? Ja. Juhu, hab ich das auch gezeigt. Aber Gold 5, wer ist denn Gold 5? Ist das Biggs, Wedge oder so? Oder. Erste Todesstern, das kann ja nur Wedge oder so sein mit Gold, oder? Gold, oder ist das Gold Leader dann Gold 5? Ist das so ein Scheiß, Alter? So eine Mini-Pisse, weiß ich nicht. Und dann, wie viel Dings, das sind die Turrets halt, ne? Die Geschütze auf dem Todesstern, die man teilweise im Internet, dieser kleinen Pappdinger. Boah, was sagt der? 2 oder 5? Ist geraten. Ratet mal mit DSD, ich weiß es nicht, so. Warte mal, das ist ja hier, ich darf nicht so hoch machen. So, jetzt so. Seht ihr eine Antwort? 20? Der sagt echt irgendwo im Dialog 20, noch nie gehört. Also jetzt mal ohne Kack. So, welche Kreaturen waren darauf spezialisiert, Netzfallen aufzustellen? Netzfallen? Ich finde immer besser, ich trinke mal, vielleicht fällt es mir rein. Netzfallen. Internetfallen oder was? Netzfallen. Gab es denn Spinnen oder so? Es gab nur die Boma-Mönche, aber die haben noch keine Netze gesponnen. Kronen schmeckt's. Alter, ohne Kack, Netzfallen. Was für Netzfallen? Ich habe von Netzfallen noch nie was gehört. Jetzt kommt wahrscheinlich was, was ich direkt wieder weiß, aber... Was steht da unten? Geil auch. Ne? Ey, geil auch. Ich habe hier mein verdammtes Ewok-Diorama. Ja, das kann jetzt doch ganz hinten habe ich so ein kleines Netz. Netzfallen. Ja, Netzfallen. Alkohol. Ihr seid auch in der DSD-Netzfalle. Hier, DSD sein Midnight-Figure-Feature. Abonnieren, Alter. Die schön bekloppten Scheiß reinziehen, Alter. Weißt du? Nicht so ganz ernsthaft und whatever. Das ist auch immer geil, weißt du? Da denkst du, die Kamera ist ausgegangen, weil da irgend so ein Wackelkontakt drin ist. Also nein, jetzt läuft es durch. Aber jetzt muss ich immer Schnitte machen. Vielleicht ist das aber auch eine Fügung der Macht, weil ich das sonst ja immer so One-Take und so mache und viele ja immer hier tusch, 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 tusch. Wie heißen diese? Jumpscare? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist, wie es ist, Alter, ne? Ansonsten, ja, keine Ahnung. Dortmund Represent. Silo Nation. DSD. Krieg der Sterne. George Lucas. Also, total bescheuert jetzt. Es artet jetzt auch aus, das Bier ist jetzt auch leer und ich muss das jetzt auch mal wegstellen, die drei Kanten der letzten drei Teile. Ich habe so lange angehalten, bis jetzt, Alter. Und wir haben jetzt noch eine Frage und dann sind wir auch erstmal fertig damit. So, welcher Film der Trilogie wurde unter dem Titel Blue Harvest Horror Beyond Imagination gedreht, um sich die Presse vom Hals zu halten? Gut, die Antwort wissen wir alle. Also bei Blue Harvest hätte ich das eh gewusst. Wäre auch mal schön, so ein Shirt irgendwie sich nachzudrucken oder ein Original. Ja, kannst du eh nicht bezahlen. Aber Horror Beyond Imagination.
den habe ich jetzt, ich weiß, das habe ich schon mal, klar, ich habe ja auch diese dicken Schmöker, diese ganzen Behind-the-Scenes-Making-of-Bücher, hast du nicht gesehen, auch ältere. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr auf Kette gehabt, Power Beyond Imagination. Ja, Rückkehr der Jedi-Ritter. Und wenn ich jetzt falsch liege, ist das richtig doof, weil ich habe früher auch immer gedacht, Blue Harvest wäre schon Episode 4 gewesen. Aber ich meine, das wäre halt immer schon zu, nachdem Norwegen da auch Leute waren halt, bei Imperium schlägt zurück halt und so, dass das bei Jedi war. Also, warte, die muss hier unten stehen, ne? Und das haben wir. Danke, danke. Danke, Anke, dann bin ich doch nicht ganz so doof, Alter. Übrigens, Anke Engelke, früher im Kinderferienprogramm, Alter. Wenn ich mal überlege, in der 80er hast du die Frau auch schon gesehen. Und, ja, geil. Immer vor Captain Future, mit Ansage. Dort unter Kronen, die Krone der Braukunst. Gibt leider nur zwei, drei Sachen im Netz. Das wäre auch geil. Leute, Alter, gerade die älteren Semester, oder die schon über 50 sind, ihr habt doch alle noch VHS halt und so weiter. Ey, wenn ihr mal so ein paar VHS-Sachen digitalisieren würdet, was vielleicht auch schon viele gemacht haben oder so, ne, dass man mal... Ladet das doch einfach mal auf YouTube hoch. So alte Fernsehsachen, Fernsehansagen und so. Ich habe mir alles, was auf YouTube, glaube ich, gibt, so vom deutschen Fernsehen, die ganzen Werbedinger, ZDF, Alter, hier, Mainzelmännchen, Action, Ute Schnute, Kasimir, WWF-Programm halt, ne, für uns als Ruhrpottler halt. Da ist ja Köln gehabt, WWF halt mit dem WWF-Club und so. Teilweise auch Süddeutschland, wenn ich da Opa besucht habe, ne, oder in der Ferien mal da war als Kiddie, da hast du das Bayern-Programm. Diese ganze... ganzen Werbetrailer. Oh, hier, Sammleredition sehe ich gerade noch. Ja, erstmal hier zu den ganzen Trailern und ganzen Werbung. Ladet das doch mal hoch. Es gibt Leute, die erfreuen sich daran. Zumindest ich. Ich brauche das fürs Archiv. Ich kann mir auch abends mal zwischen einem Film oder so, ich habe eh kein Internet, dann gucke ich das und das, packe hier irgendwas Altes rein, VHS oder versuche was zu digitalisieren. Da lässt auch mal gerne eine halbe Stunde am Stück und nicht nur 10 Minuten, 5 Minuten, sondern mal Werbung laufen, bitte, Mainzelmännchens, ne? Und guck hier, Sammleredition. Das habe ich echt schon gezeigt. Ich kann, meine Augen werden echt immer schlechter im Moment. Also auf Dings, hier stehen irgendwelche Zahlen, Sammler Edition. Ich zeige euch das eben noch. Ich wollte das eh einpacken. Da. Ne, da steht irgendwo Sammler Edition und so. Jetzt habe ich das falsch eingepackt. Aber ja, beim nächsten Mal packe ich das eh nicht mehr mit ein, sondern gehen wir einfach die Fragen weiter durch. Jetzt gucke ich noch einmal, ob die Kamera noch läuft. Das Ding ist, sie läuft echt noch. Wunderbar. So, jetzt wird es auch langsam warm. Jetzt habe ich hier, keine Ahnung, anderthalb Stunden mit mir selber gespielt. Kann man ja mal machen, ne, weil... der Mausdroid... Ach, die habe ich jetzt gar nicht eingepackt. Ich muss nochmal, das mache ich gleich. Ja, ich gucke dann mal, also... Es kann sein, dass ich jetzt vielleicht auch mal so eine Woche... nichts an Figuren-Reviews zeigt, aber wie gesagt, ihr könnt euch ja mal durchdingen in der Playlist. Was gibt's da hier? Action-Figure-Toys-Reviews irgendwie so, ne? Auf der Tour, auf der Toy-Tour. Dann seht ihr ja eh schon, ob da hier super Videos sind. Ja gut, jetzt vermischt sich das natürlich ein bisschen. Das liegt natürlich an der Krise, dass die Leute langsam dulle werden. Ein Lagerkoller sozusagen kriechen. Na denn, Prost! Ja, das reicht jetzt auch. Glaube ich, kratze jetzt noch einen auf, nehme das auf, aber das kommt erst in ein paar Wochen. Weil ich bin ja zwischendurch Nahrung liefern halt, ne, für den einen oder anderen und dementsprechend wird dann da gesquetscht. Ich versuche auch meine Wortwahl ein bisschen zu zügeln. Da kriege ich ja selbst von meinen Eltern dann auch mal einen Anruf immer, aber wir gucken ja das und das gut. Star Wars gucken wir da nicht so, aber bei dem einen Video hast du aber wieder Gas gegeben mit Süppeln und wenn du da redest von Ficken das, bla bla bla, das muss ja auch nicht sein. Das gucken doch Kinder. Nein, das sind keine Videos für Kinder. Sag ich jetzt nochmal am Schluss: Kinder spielt nicht mit den Schmuddelkindern. Was auch immer. Hier. Das ist das Ergebnis heute wieder. Yippie, meine Klimpertaler. Drei Stück, drei Teile. Wie gesagt, wenn ihr da nochmal Bock habt, so, ich muss ja auch nicht dabei saufen halt, ne? Ich kann das ja auch mal ein bisschen auf entspannter machen, so wie ich sonst hier meine Star Wars Reviews mache und dann kann ich vielleicht auch jede Frage nochmal einblenden, gibt mir da nochmal Mühe und so. Das können wir aber gerne nochmal durchgehen halt, so, weil, warum nicht? Aber ich will da auch Gäste haben, also da kann auch, gut, ist natürlich schwer, nach Dortmund, also von den Dortmundern und so, da habe ich eh vor, wenn wir ein bisschen wieder hier kontakten dürfen oder so, dass der eine oder andere eh da ist. Da kommen eh noch ein paar Sachen. Da ist schon was geplant, da war auch genug geplant. Das wird weitergehen und
Ja, so ein Gore-Minister mal in Star Wars Battle wäre auch interessant. Oder einen von so einem Star Wars Verein mal, also dem einen oder anderen, ne? Können wir ja mal gucken. Und ansonsten, lass uns mal selber so ein Fragending basteln, so für Filme. Mach das mal, Alter, wenn einer Zeit hat. Ich weiß, viele sind ja auch herbe beschäftigt, involviert in was weiß ich, was auch immer. So, den gibt es übrigens nirgendwo zu kaufen. Die auch nicht. Ich bin raus. Danke fürs Zugucken, fürs Interesse, fürs Zeitaufwenden, mich zu begleiten. Ja, dass ihr euch den Scheiß angehört habt. Das war der dritte Teil von DSD vs. DSD und gegen euch. Oder wie habe ich es genannt? Ich weiß es nicht mehr. Kein Plan. So, ich fahre jetzt mit dem Mausdroid zur nächsten Bude, hole mir noch einen Kronen und bin raus. Reicht jetzt halt. Peace and Justice. Feierabend. Tschüss. Ich kann nicht mehr, Alter.